da hängt es, ein Vogelhaus. Ich hoffe nur, dass sich die neuen Bewohner nicht an den persischen Nachbarn stören. Hey, piep, piep, check mal meinen super teuren Brunnen ab. Dad, sieh nur. Du hast ein tolles Vogelhaus gebaut. Ich bin stolz auf dich, Sohn. Danke, Dad. Nein! Was ist da passiert? Was war das für ein Ding? Ich weiß nicht, irgendein Supervogel oder ein ganz normaler Vogel, der im Fitnessstudio war. Dieser Supervogel hat alles kaputt gemacht! Eine Kraft, mit der man rechnen muss. So wie der Energieminister Stephen Chu. Minister Chu, der Haushaltsausschuss hat einen vorläufigen Entwurf rübergeschickt. Sieht aus, als soll der Etat des Energieministeriums um 4% gekürzt werden. Gut, keine Etatkürzung. Keine Etatkürzung. Habt ihr euren Vater gesehen? Es ist fast 18 Uhr. Ich bin hier. Familie, ich will euch meinen Falken vorstellen, Xerxes. Ich bin jetzt Falkner. Und trotzdem habe ich zu Weihnachten nur ein verpacktes Rührei bekommen. Dieser Falke sieht sehr gefährlich aus. Ja, bring das Ding wieder weg und setz dich zum Essen. Nein, ich bin ein Falkner und esse nur das, was Xerxes mir bringt. Füttere deinen Herrn. Peter, was soll das? Für Xerxes ist jede Speise ein Festmahl. Hi, Peter. Oh, Falke. Cool. Hallo, Falke. Ho, 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 ruhig, Kumpel. Xerxes. Sein Name ist Xerxes. Was frisst Xerxes so? Nagetiere. Und jetzt müssen wir leider... Ah! Oh mein Gott! Ah! Mach, dass er aufhört! Was hast du denn da unten versteckt, Quagmire? Da wird doch kein Nagetier drin sein, oder? Nein! Xerxes sieht das aber anders. Nimm ihn da weg! Gib zu, dass da ein Nagetier drin ist. Peter! Gib's zu! Du hast ihn vorn rausgejagt. Toni, komm zurück! Was mache ich? Hoffentlich steht er nicht auf deiner Fontanelle. Ist das möglich? Denn das könnte mir wirklich schlimme... Mom, ich brauche Geld fürs Mittagessen. Oh, es tut mir leid, Chris. Mein Portemonnaie ist seit einem Tag verschwunden. Ich finde es nirgends. Keine Sorge, Lois. Xerxes wird es finden. Xerxes, das Portemonnaie von Lois. Das ist jetzt dein Portemonnaie. Peter, darin kann ich mein Geld nicht rumtragen. Ja klar, ihr Geld. Der Park wird dir gefallen, Xerxes. Ich glaube, du weißt, was ich will. Das ist der Hammer. Wir sollten eine Fernsehserie haben. Peter und Beiwagenfalke. Was hältst du von einer platonischen Dusche? Sind Sie Peter Griffin? Der bin ich, Sir. Ich vertrete den Mann, dessen Motorradgespann Sie gestern gestohlen haben. Sie haben mein Interesse geweckt. Dummerweise für Sie ist dieser Mann sehr, sehr jüdisch. Und er wird alles aus Ihnen rausklagen. Diesen Falken eingeschlossen. Nein, nicht Xerxes! Damit kommen Sie nicht durch. Das wird das American Airlines Magazin erfahren. Hallo, American Airlines Magazin. Ich habe eine Hammer-Story für Sie. Falke gestohlen. Ih, da ist ein Zehennagel drin. Dann werde ich lieber weiter husten. Und was machen wir jetzt? Wir haben kein Geld mehr. Ist doch nicht so schlimm. Wir haben eine wunderbare Familie. Haben wir nicht. Das sind Mac, Dummy und Wasserkopf. Verdammt, Peter, ich muss mir wahrscheinlich einen Job besorgen. Oh, Gott sei Dank. Hatte schon Angst, dass ich wieder diese Talkshow mit Kelly moderieren muss. Es ist so anstrengend, dieses Dauergrinsen im Gesicht zu haben, wenn der Gast von sich erzählt. Christine Baranski aus der Serie The Good Wife. Christine, Sie haben gerade einen Emmy gewonnen, ist das wahr? Ja, für die Rolle Mary Ann in Sybil. Ah! Aber meine Rolle in The Good Wife ist vollkommen anders als Mary Ann. Ah! Auf der Bühne hatten Sie genauso viel Erfolg. Sie haben auch einen Tony gewonnen, nicht wahr? Ich habe sogar zwei gewonnen. Ah!
noch eine Frage, Schätzchen. Wer bist du?